Willkommen zum Börsencocktail. Ich bin Jan Schwalbe, der Chefredakteur von Finanz und Wirtschaft, und Folgendes haben wir heute für Sie vorbereitet. In einem Umfeld, wo vieles unsicher ist, widmen wir uns einem Thema, das eine gewisse Sicherheit mitbringt. Und das ist das Thema Versicherung. Damit das Thema auch richtig beleuchtet werden kann, haben wir unseren Inhouse-Spezialisten Jonathan Progin mitgebracht. Und der wird sich unterhalten mit Urs Ramseier. Er ist der Chief Investment Officer und Gründer von 12 Capital. Doch zuallererst noch ein Aktientipp von mir. Im Moment halten die Investoren die Chemiebranche für ziemlich riskant und haben Aktien auch abgestraft. Dennoch, mein Tipp heute sind Clariant. Clariant haben genau wie andere Chemietitel auch ziemlich stark verloren, im jüngsten Börsengewitter ungefähr 20%, und haben das auch noch nicht wieder gut gemacht. Jetzt ist Clariant anders als andere Titel aus der Branche. Clariant spezialisiert sich sozusagen auf Nischen, auf diese sogenannte Spezialitätenchemie, und da sind sie besonders stark, und deshalb sind sie den Zyklen, denen andere ausgesetzt sind, nicht ganz so ausgesetzt. Und deshalb glaube ich, Clariant ist ein Top-Unternehmen. Es wird diese Schwäche überwinden. Ich weiß nicht genau, wie schnell, aber sie werden es schaffen. Vielleicht in den nächsten 12 Monaten, vielleicht auch schon schneller. Und deshalb ist jetzt genau der richtige Moment, um Clariant zu kaufen. Jonathan, du bist bereit fürs Gespräch. Und ich glaube, ganz am Schluss wirst du unseren Zusehern noch ein paar Tipps aus der Versicherungsbranche geben, ganz konkrete, die Finanz und Wirtschaft im Moment empfiehlt. Jonathan, los geht's. Danke, Jan. Urs, du bist da bei mir im Studio als Gast. Vielen Dank, bist du da. Vielen Dank. Ich beginne gleich mit einem großen und sehr wichtigen Thema. Wenn Leute an Versicherung denken, vielleicht Sie zu Hause an Versicherung denken, denken Sie auch an Risiken. Das ist nicht falsch, das ist eigentlich sogar richtig. Und das vielleicht größte Risiko überhaupt sind momentan Klimaschäden, die Klimarisiken, die Klimaerwärmung. Und Sie wissen es, Hochwasser, Wirbelstürme, Hagelstürme, aber auch Hurricanes oder sogar Dürren. Solche Schäden sind verheerend und nehmen immer wieder zu und werden auch immer stärker. Nun, Urs, sag uns doch, wie genau können denn Versicherungen diese Schäden überhaupt noch versichern? Ja, vielen Dank, Jonathan. Und es ist tatsächlich so, dass die Schäden und die Frequenz von Naturkatastrophen global stark zunimmt, vor allem in den letzten 5 oder 10 Jahren. Ob das jetzt alles mit dem Klimawandel zusammenhängt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es ist so und wir beobachten das. Und dadurch nehmen auch die Versicherungsschäden zu, aber noch viel stärker eigentlich die ökonomischen Schäden. Und der Unterschied zwischen ökonomischen Schäden und Versicherungsschäden weitet sich aus. Das heißt, es sind immer mehr Schäden, sind eigentlich nicht mehr versichert. Für die Versicherungsindustrie bedeutet das eben, dass sie mehr bezahlen müssen und eigentlich die Risiken auch neu beurteilen und preisen müssen. Also eigentlich ist das gar keine gute Sache für Versicherungen, dass die Schäden zunehmen. Ja, solange sie den richtigen Preis bekommen, also die richtige Prämie, und in der Lage sind, die Risiken einzuschätzen, ist das nicht wirklich ein Problem. Die Nachfrage nimmt dann auch zu für die Versicherungen, insbesondere für die Rückversicherungen. Und wie genau das? Also vielleicht, wieso nehmen denn sind Rückversicherer jetzt besser positioniert? Nicht unbedingt, aber die Erstversicherer geben natürlich diese Spitzenrisiken ab an die Rückversicherer. Die Rückversicherer sind dann global aufgestellt und diversifizieren wieder ihr Portfolio. Und dadurch, dass die Nachfrage zunimmt, steigt auch das Volumen, das Versicherungsvolumen, und die Preise steigen sehr stark an. Also die Versicherungsprämien global steigen stark an. Also das heißt schlussendlich, die Prämienzahler müssen mehr bezahlen und genau. Das wiederum erhöht. Also das beginnt typischerweise bei den Rückversicherungsprämien für die Erstversicherer, und die Erstversicherer reichen das dann weiter an die Kunden, an die Gebäudeeigentümer. Also die Klimaerwärmung ist auch eine Preisfrage. Genau. Okay. Und das ist global, beobachten wir, dass tatsächlich die Versicherungsprämien sehr stark steigen, also viel stärker steigen als das Wirtschaftswachstum oder die Inflation. Ja. Und das ist natürlich für die Unternehmen dann eine gute Sache. Also wie gesagt, solange die Risiken richtig gepreist sind und sie noch einen Gewinn machen, ist das eine gute Sache. Das Problem ist dann, wenn sie nicht richtig gepreist sind oder die Schäden eben stärker zunehmen, als sie die Prämien erhöhen können, dann sinken die Margen.
Aber den Versicherern geht es momentan eigentlich sehr gut. Also die können die Preise und die Prämien dann auch genug stark erhöhen. Den Versicherern geht es an sich gut. Die Rückversicherer hingegen haben jetzt in den letzten Jahren jedes Jahr Rekordschäden bezahlt. Also deutlich mehr als 100 Milliarden global waren die Versicherungsschäden. Und die Prämienentwicklung, die hinkt etwas hinterher. Das heißt, die Margen sind eher etwas gesunken. Wir gehen jetzt davon aus, mit der Prämienerhöhung, dass sich die Profitabilität wieder stabilisiert oder sogar leicht erhöht und dann wird es ihnen dann auch wieder besser gehen. Ja. Also den Rückversicherern, das ist momentan so ein bisschen der Sweet Spot der Branche, kann man so sagen. Ja, es ist natürlich große Unsicherheit mit diesen Klimaschäden. Oder wenn die jetzt noch weiter zunehmen und auch die Frequenz und die Stärke, dann müssen die Prämien nochmal erhöht werden. Und die Unsicherheit führt dazu, dass natürlich schwierig abzuschätzen ist, wie sich dann die Profite und die Gewinne der Rückversicherer in den nächsten 5 oder 10 Jahren genau entwickeln. Aber zumindest für die nächsten 2, 3 Jahre. Ja, die Prämien sind eigentlich auf einem Allzeithöchst im Rückversicherungsbereich. Also das ist sicher mal positiv für die Branche. Aber eben die Schäden sind auch sehr stark gestiegen. Sehr stark gestiegen. Davon natürlich können wahrscheinlich auch die großen Rückversicherer, Swiss Re, Munich Re, aber auch die Hannover Re profitieren, die ja dann momentan auch sehr gute und starke Gewinnzahlen schreiben. Genau, und es ist auch so, dass zunehmend Versicherungsrisiken an den Kapitalmarkt transferiert werden. Von den Rückversicherern und Erstversicherern und da sind natürlich die Renditen auch sehr hoch. Das heißt, auch Investoren können profitieren von diesen erhöhten Prämien. Du sprichst Cat Bonds an. Genau. Das sind Katastrophenanleihen auf Deutsch. Vielleicht, du bist ein absoluter Spezialist in diesem Bereich. Vielleicht kannst du kurz sagen, was sind das genau, diese Katastrophenanleihen? Wie funktionieren diese? Bei diesen Anleihen werden in erster Linie Naturkatastrophenrisiken von Versicherungsbilanzen an den Finanzmarkt transferiert. Und der Investor kriegt dann einen Coupon, also einen Spread, über risikofrei, der ihn dann entschädigt für das Risiko, das er trägt. Und wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt, dann verliert er das Geld. Und wenn es nicht eintritt, kriegt er das Geld wieder zurück und hat eine Rendite erzielt. Was sind denn solche Ereignisse? Es sind typischerweise die ganz großen Ereignisse weltweit, also Erdbeben in Kalifornien, Erdbeben in Japan, Hurricanes in den USA, Winterstürme in Europa, also überall da, wo es hohe Konzentration gibt an Versicherungswerten, an exponierten Zonen. Und was macht denn so solche Cat Bonds so spannend für die Investoren? Das Interessanteste an Cat Bonds nebst der Rendite ist, dass diese Risiken nicht wirklich korreliert sind mit Aktien oder Zinsen oder anderen Finanzmarktanleihen, Finanzmarktinstrumenten. Das heißt, es gibt eine Diversifikation im Portfolio. Und wenn man etwas in ein Portfolio beifügt, das diversifizierend ist, nicht korreliert, dann kann man das ganze Portfolio optimieren damit. Ja. Aber wenn ich das richtig verstehe, sind solche Cat Bonds eher was für institutionelle Investoren, professionelle, große Häuser und nicht für Retail-Kleinanleger. Genau. Typischerweise sind das Pensionskassen, Staatsfonds, die in Cat Bonds oder ILS, Insurance Linked Securities, wie es auch heißt, investieren. Ja. Ja, okay, interessant. Ich möchte vielleicht noch mal kurz zurückkommen zum generellen Klima, Klimaerwärmung, Klimawandel. Ein großes Thema, auch ein Hot Topic, ist die Gefahr der Unversicherbarkeit. Das klingt ganz groß und irgendwie auch so mächtig. Vielleicht kannst du kurz herunterbrechen, was das genau bedeutet. Unversicherbarkeit heißt, dass es zunehmend Risiken gibt, die nicht mehr versicherbar sind oder nicht mehr bezahlbar sind. Das ist wahrscheinlich das Hauptproblem. Das heißt, dass die Prämie so hoch ist, dass sich der Hauseigentümer die Versicherung gar nicht mehr leisten kann, weil einfach die Risiken stark gestiegen sind, insbesondere an exponierten Zonen. Zum Beispiel in Florida, Hurricane-Risiken, die Versicherungsprämien sind so hoch, dass sich ein Großteil der Bevölkerung eigentlich die Versicherungsprämien nicht mehr leisten kann und dadurch eigentlich unversicherbar werden. Und dadurch müssen sie dann gezwungen, in sogenannte Staatspools zu gehen. Also der Staat muss dann eine gewisse Deckung zur Verfügung stellen. Aber letztlich führt es dazu, dass der Steuerzahler am Schluss diese Risiken tragen muss. Und also was machen denn die Versicherer dagegen? Versuchen die trotzdem, das irgendwie noch zu versichern oder dort Wachstumschancen zu ergreifen? Oder ist das für sie wirklich? Einige ziehen sich zurück und die anderen erhöhen einfach die Prämien so weit, bis der Kunde das nicht mehr bezahlen kann. Ja. Okay. Und
dass zum Beispiel für Sie zu Hause die Zürich-Versicherung hat sowas gemacht in den USA tatsächlich. Die Zürich hat ein spezielles Geschäft in den USA, das ist nicht die Zürich selber, das ist Farmers, eine Genossenschaft. Die Zürich aber ist dort quasi Verwalter und Dienstleister. Und die Farmers ist dann tatsächlich aus Florida abgezogen, die versichert keine Häuser mehr in Florida. Genau. Das ist so ein Beispiel. Das ist so ein Beispiel, ja. Und das Problem ist dann sehr oft in diesen Ländern, dass die Versicherungsprämien bei der Gebäudeversicherung staatlich reguliert sind. Es ist nicht so einfach, die Prämien zu erhöhen. Und wenn die Versicherung die Prämien nicht so erhöhen kann, dass es das Risiko abdeckt, dann ziehen sie sich zurück, dann machen sie das gar nicht mehr. Gibt es vielleicht auch andere Regionen, in Europa zum Beispiel, die Schweiz sogar, wo solche Unversicherbarkeitsrisiken zunehmen? In der Schweiz noch kaum, weil wir kennen ja das Prinzip der kantonalen Gebäudeversicherung. Und das ist eigentlich in vielen Kantonen sind das schon Staatspools. Also da ist es nicht so dramatisch wie jetzt in anderen Ländern. Aber wenn wir sehen, die Überschwemmungen diesen Sommer in der Schweiz, man muss schon davon ausgehen, dass bestimmte Risiken, also Gebäude an exponierten Zonen, wahrscheinlich schwierig zu versichern sind in Zukunft. Das bedeutet dann auch höhere Prämien, genau, höhere Preise. Genau. Ja. Gut, und jetzt vielleicht noch ein anderes Thema, nicht nur Klima und Schäden, sondern auch etwas vielleicht leicht Technischeres, die Zinsen, die Zinssätze. Alle sprechen schon von Zinssenkungen jetzt. Wir haben gesehen, die Negativphase ist zwar vorbei, aber die Zinsen waren jetzt hoch und jetzt kommen sie langsam zurück. In der Schweiz sind wir schon weiter, da sind sie schon gesenkt worden. Nun aber, für Versicherungen sind ja solche höheren Zinssätze eigentlich gut. Und woran liegt das? Was ist genau der Mechanismus? Also für Lebensversicherungen sagt man oder kann man sagen, dass steigende Zinsen oder höhere Zinsen sind positiv. Vor allem für die traditionelle Lebensversicherung, das heißt diese Sparversicherungsverträge. Und das hängt damit zusammen, dass die Versicherungen in diesen Policen eigentlich Zinsgarantien abgeben. So ein minimaler Zinssatz, minimale Rendite. Und in der Tiefzinsphase oder in der Negativzinsphase waren dann die Kapitalmarktzinsen unter diese Garantien gesunken und die Versicherungen mussten das dann mit Solvenzkapital kompensieren. Also mussten drauf zahlen. Genau, und jetzt sind sie mit den höheren Zinsen aus diesem Minimum rausgekommen, jetzt sind sie wieder drüber und konnten so eigentlich Solvenzkapital freisetzen und auch die Margen verbessern. Dasselbe Prinzip gilt auch für Pensionskassen mit der Minimalverzinsung, die haben jetzt auch etwas mehr Luft durch die höheren Zinsen und jetzt müssen wir sehen, was die Zinssenkungen dann wieder bewirken. Aber im Moment ist es nicht mehr so dramatisch wie damals bei den Negativzinsen. Ein ganz klassisches Beispiel da ist natürlich die Swiss Life, ein großer Lebensversicherer. Und da hat auch die Aktie reagiert, die ist jetzt auch seit ein paar Jahren am Steigen. Also die Aktienpreise von Lebensversicherern typischerweise korrelieren relativ stark mit der Zinsentwicklung. Ja. Alles klar. Vielleicht noch eine weitere Frage zu den Zinsen. Und zwar sprechen wir ja über höhere Zinsen sind gut, jetzt aber ist das Risiko da für Zinssenkungen. Was genau bedeutet das dann wieder für die Lebensversicherung? Ist das ein Risiko? Solange wir jetzt im guten, sagen wir positiven Bereich sind, denke ich nicht. Also wichtig ist, dass die Verzinsung am Kapitalmarkt über den Garantien liegt, also den Garantien, die die Versicherung den Kunden abgegeben hat. Dann ist das eigentlich unproblematisch. Schwierig war eben die Negativzinsphase, als dann diese Differenz zwischen den garantierten Zinsen auf dem Kundenportfolio und den Kapitalmarktzinsen war. Das war wirklich ein Problem für die Lebensversicherer. Also dann spielt es keine große Rolle, dass jetzt irgendwie die Zinssätze vielleicht ein Viertel oder halbes Nein, Prozent sind. Nein, ich denke nicht. Also solange das jetzt in dem Rahmen bleibt, ist das kein Problem für die Lebensversicherer. Okay. Dazu kommt auch, dass in den letzten Jahren aufgrund dieses Problems viele Lebensversicherer das Businessmodell etwas umgestellt haben, also im Asset Management ausgebaut, also Fee-Business generiert haben. Dann auch das sogenannte Unit-Linked-Geschäft, also da, wo eigentlich der Kunde das Anlagerisiko trägt, wurde stark ausgebaut und die Bedeutung der traditionellen Lebensversicherung ist eher etwas zurückgegangen. Da wiederum Swiss Life als Paradebeispiel. Genau. Aber auch eine Baloise oder eine Helvetia haben dieses Unit-Linked. Genau. Und auch das Asset Management wurde stark ausgebaut, gerade bei einer Swiss Life. Ja. Spannend. Also insgesamt hört es sich danach an, als sei jetzt gerade ein super Zeitpunkt, um in Versicherungsaktien zu investieren.
Ist das so? Stimmt das? Ja, ich glaube, man muss etwas differenzieren. Versicherungsaktien sind eigentlich langweilige Investitionen und das ist richtig so. Weil das Wachstum des Versicherungssektors ist immer etwa im Bereich des Wachstums der Gesamtwirtschaft. Das sind nicht Wachstumsaktien. Und das sind typischerweise sind das Dividendenaktien. Also die Dividendenrendite ist sehr wichtig, wenn man eine Versicherungsaktie anschaut. Und wenn das stimmt und die Dividende nachhaltig ist, dann sind das sicher sehr gute Anlagen. Und wie genau soll man denn so Aktien jetzt evaluieren? Eben, man muss auf die Dividendenrendite schauen, dass die nachhaltig ist, auch aus dem Gewinn kommt und nicht aus der Substanz. Und dann gibt es immer wieder interessante Gelegenheiten, wenn es zum Beispiel einen Managementwechsel gibt, das dann mehr auf Effizienz und Effizienz trimmt und restrukturiert. Das sind interessante Gelegenheiten oder ein Strategiewechsel, wenn man an diese Strategie glaubt oder an das neue Management und Geduld hat dann mehrere Jahre, dann können das ganz interessante Anlagen sein. Okay. Ja, vielleicht noch aus Sicht von Finanz und Wirtschaft sind jetzt gerade 3 Versicherungsaktien sehr, sehr spannend und gut fürs Investieren. Zum einen ist das die Zürich-Versicherung, Swiss Re und auch Swiss Life, also die 3 großen Schweizer Versicherungskonzerne. Dort stimmen einfach die Trends der Zeit und das ist eine gute Gelegenheit, jetzt dort zu investieren. Die Dividendenrenditen sind auch sehr, sehr hoch und gut. Vielen Dank, Urs, für das Gespräch. Vielen Dank dir, Jonathan. Ich hoffe, es hat Ihnen zu Hause Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall hat es Spaß gemacht, euch zuzuhören. Und damit wären wir am Ende. Wie immer, wenn ihr Themenvorschläge habt oder Kommentare, bitte einfach reinschreiben. Wir bemühen uns dann, so ein Thema mal aufzunehmen. Und dann einfach bis zum nächsten Mal und viel Spaß. Bis dann.